Es ist die entscheidende Szene des Spiels der Huskies gegen Kaufbeuren. Eben hat Jean-Michel Daou das 4:3 für die Kasseler Eishockey-Cracks erzielt. Da blasen die Allgäuer zur Attacke. Austin Wajcik war als letzter Kassler am Puck. Eine Strafe gegen Husky Mike Diddle ist angezeigt. Also hat Kaufbeurens Torwart Stefan Weiß das Eis verlassen. Ein sechster Feldspieler ist gekommen. Die Scheibe läuft rund ums Kasseler Tor mit Jimmy Hertel. Sie kommt hinterm Kasten zu Max Schmiedle. Und da passiert es. Mitch Versteeg und Matthias Bergmann sind uneins. Schmiedles Rückpass rutscht durch und nichts und niemand hält ihn auf. Das 5:3 für die Huskies, ein Eigentor und die Entscheidung zum umjubelten Kasseler Sieg. Thank you.